Im Stein steht etwas. Erst eine Zeit bekommen muss. Okay, hier haben wir Rayquaza. Den sollen wir wohl noch nicht sehen. Sollen wir wohl noch nicht hin. Okay, jetzt sind wir auf der Spitze des Eisbergs. Sollten. Also wieder runter. Wir hätten bei dem Trainer weitergehen sollen. Das war schon so ein Hinweis. Das sind Pokémon spielen immer der Hinweis, dass es hier weitergeht. So, wo geht's jetzt weiter? Wieder auf unserem Kreis. Ich hab mich verirrt. Schande. Ja, genau darunter müssen wir. Man nicht an der Stelle. Sondern hier. Durch. Hier kommt der Trainer, genau. Hier müssen wir weiter. Dann kämpfen wir mal. Dank der Blitze meiner Elektro-Pokémon kann ich hier etwas sehen. Dann rück doch mal die VM-Blitz raus. Nein, denn ohne VM bin ich dir nicht mehr überlegen. Aber wenn du mich besiegst, gebe ich dir einen Tipp. Ich kann mehr sehen als du. Aha. Elektro-Freak schickt du Bart in den Kampf. Okay, Elektro gegen Wasser. Könnte schwierig werden. Oder nicht, wie war die Typen-Vorteile, sagt dort. Okay, haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich kann nicht wechseln. Schneepika. Natürlich hat der Elektro-Pokémon. Was denn sonst? Folge meinem Blick und du findest den Ausgang. Hier entlang. Der Weg geht in die Richtung. Dann gehen wir da mal lang. Mount Kesmi-Tunnel. Blind oder was? Da hat sie das. Das ist ja. Und kommt in die falsche Richtung geguckt. Supertrank. Überleber. Sehr schön. Endlich raus aus der Höhle. Hurra! Und wieder einmal hat der Camper zugeschlagen. Es gibt kein Entkommen. Camper. Richtig hasse. Jeder hasst Camper. Das ist ein Mist. Keiner mag dich, hörst du? Camper sind Kacke. Mein Supertrank.
weiterkämpfen. Dann bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich nutze natürlich auch Rockknarrer. Ist bisher immer effektiv. So, weiterkämpfen. Radfratz. Und ja, man kämpft hier wirklich, dass man setzt hier wirklich die Attacken ein und so. Bis. Okay, dann würde ich doch sagen. Stärke 60. Muss man Blubber verlernen. Da weiß ich mir damals als das. Oh, Glumanda. Der sich seinen. Der brutzelt sich sein Fleisch an seinem Schwanz. An seinem Schweif. Damals, als ich das Let's Play bei Let's Play Markus gesehen habe, habe ich mich gefragt. Weil der Rest des Spiels ja so geskriptet ist und so. Der Rest des Spiels so nach Fake aussieht und so weiter. Das war es hier alles. Oh, Shiki entwickelt sich. Das erst eine Parodie ist. Ja, die Kämpfe tut man wirklich. Hey, Shiki entwickelt sich. Glückwunsch, dein Shiki wurde zu Schlock. Das ist jetzt so ein Mystery Dungeon-Schlock mit einem roten Halsband um. Ja. Shiki fand ich cool mit der Sonnenbrille. Wird Zeit, dass ihr Camper endlich vom Server-Spiel werdet. Ihr nervt. Du bist doch bloß eifersüchtig auf meine unglaublichen Fähigkeiten. Ich hab dich besiegt. Nee, aber ich mag deine grüne Kappe. Scheiß Camper. Mike findet Gegengift. Ich hab nach einem Item geguckt. Und Radfratz können wir uns holen und damit dann bis zum Radikal trainieren. Hilfe, ich bin durch den ganzen Mount Kesmi-Tunnel gewandert. Jetzt häng ich aber hier beim Wasser fest. Mit Steinpunkten und können doch keinen Surfer lernen. Das mache ich jetzt nur. Ja, hier bleiben. Wanderer steht Kleinstein im Kampf. Los, Schlock. Tja, deine kleinen Steine, wenn die nicht viel bringen. Na, ja, Radfratze werde ich mir erstmal nicht fangen, weil das ist zu gewöhnlich. Ich fange hier nur besondere Pokémon. Nur Schneepika oder so. Und dann Wieso noch irgendwo finden, würde ich das auch noch fangen. Kannst du mir nicht dein Wasser-Pokémon leihen? Nicht nachdem du mich hier einfach angegriffen hast. So sieht's aus. Norden Mega Groß City, Süden Route 3. Osten Mount Kesmi, West Route 1. Okay, ich würde mal sagen nach Norden, oder? Nach Norden müssen wir zu Mega Groß City. Sehr hohes Gras hier. Mega groß die. Okay. Weißt du, wo du hier bist? Du bist in der größten Stadt überhaupt. Größte Stadt, hier gibt es nur ein Wohnhaus. Ja und? Die Stadt ist so groß, wir benötigen sogar zwei Läden und ein Pokécenter. Ach, bild dir doch nichts ein. Diese Stadt gibt es doch nur, damit man seine Pokémon nach Mount Kesmi heilen kann. Ja. Mega groß City. Nur so viel dazu. Über einer. Ein paar falsche Sinneswahrnehmungen. Ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf. Ich hatte aber schon immer den Traum, in einer Großstadt zu leben. Bin sofort hierher gezogen, als ich genug Geld dafür hatte. Die Grundstückspreise in einer solchen Metropole sind echt horrend. Ja, aber irgendwie.
Das ist ein Irrenheim hier. Ein Supermarkt. Was gibt's zu kaufen? Supertank gibt's zu kaufen. Überleber. Hurra. Ich nehme ein paar Überleber. Schutz nehme ich auch eins. Kein Geld mehr. Sortierung in den Märkten ist einfach schrecklich. Erst Tränke, dann Statustellmittel und dann wieder Tränke. Wie soll ich das Gesuchte finden? Gar nicht. So, auf uns Pokémon Center können wir das Team heilen. Hallo. Einmal heilen wir jetzt noch meine zwei Pokémon. Mit Topfit. Sehr schön. Die Tür offen. Warte, ich wollte nochmal dem Jungen sprechen. Wie kann es sein, dass diese Ansammlung von Häusern einen Stadtstatus bekommen hat? Er sagt es. Und dann auch noch Mega Groß City heißt. Fahrradladen, jetzt auch mit drei Rädern. Aha. Ich hätte dann gerne eins. Hallo, möchtest du ein Rad kaufen? Nur 1 Million Poké-Dollar das Stück. Bitte was? Wer hat denn so viel Geld? Wenn du nicht genug hast, wir haben gerade ein Sonderangebot. Dieses Rad mit eckigen Rädern kostet nur 100 Poké-Dollar. Es ist das letzte Rad, das wir davon auf Lager haben. Du sollst schnell zugreifen. Nein, danke, dann laufe ich lieber weiter. Ein Rad mit eckigen Rädern. Kaum zu glauben, ein Rad mit eckigen Rädern. Ja, wer kauft sowas? Für 1 Million Poké-Dollar. Ja. Ein Spiel um das echte Pokémon-Game. In der echten Generation. Das ist ja dann auch erst. War glaube ich so in der. War das in Rot und Blau und Gelb? Das war. Da war das glaube ich so, dass du dann, dass das dadurch blockiert war, dass du dann in Pokémon Diamant war das nicht mehr so in der vierten Generation. Da war der Shopbesitzer einfach nicht da, den musstest du erst befreien. Aber in Pokémon Rot und Blau, das ist ja Feuer, Pokémon Feuer, Blau, Pokémon Feuergrün, Pokémon Grün und Rot, das war ja auch eine andere Generation. Da sollst du ja erstmal irgendwas machen, da sollst du erstmal in der Story weiterkommen und später zurückkommen. Weil ich war das blockiert und hat er dir gesagt, storytechnisch blockiert, deshalb bist du dann erstmal 1 Million Dollar, die du im Spiel überhaupt niemals kriegen konntest. Oh, Taubs mit Fliegermütze. Das können wir uns fangen. Wenn das aushält. Ah, Level 3, der wird es nicht aushalten. Verdammt. Verdammt, Mann. Mal wegfangen sollen. Ich habe von einem Cheat gehört, der es halt, der es auch möglich macht an den Spielen. Also du konntest in dem Spiel nur 999.999 Euro kriegen. Deswegen war das blockiert, dass du dann das nicht machen konntest. Okay, Zerschneider. Ein Zerschneiderbaum. Man findet Beleber. Zerschneider haben wir noch nicht im. Schneider, vorm Schneider. Lässt sich nicht verwenden, das Zerfe jetzt. Also ich wieder zurück. Ah, Taubs ohne Fliegerhut. Nämlich nicht. Hat Fratz. Das Taubs mit Fliegerhut hätte ich besorgt. Besorgt. Das hätte ich mir gefangen. Ein
Wieso? Route 2. Ah, hier, Topsy. Level 12. Das können wir nehmen. Erstmal ein Item. Überball. 1, 2, 3, 4, 5. Topsy wurde gefangen. Nice. Wer ist Teammitglied? Wieso? Das ist nur ein Kampf, das hat nur Fliegerhelm auf oder was. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Ein Wassertrainer. Es ist viel gesünder, wenn du schwimmst, als wenn du von deinem Pokémon getragen wirst. Schwimmer schickt Marie in den Kampf. Okay. Ach, na, wird dir wahrscheinlich nicht viel helfen. Biss. Ja, Biss hilft dir weiter. Gut, dass wir das erlernt haben. Das hätten wir mit Stickle machen müssen. Den Toucher. Ich will mal mit Topsy kämpfen. Schauen, was der so noch schon kann. Tausch. Es hat kein Fliegerhut mehr, das ist doch. Oder sehe ich das von hinten noch nicht? Das ist kriminell. Ich glaube, es ist verwirrt. Bitte was? Decke. Ich glaube, sie kann noch nichts. Super Scherz. Stand-Anschein gesetzt. Super Stand-Lehrer. Na komm, das ist ja gut. Erfahrungspunkte. Ich wechsle wieder zu Schluck. Stärke. Oh, Stärke haut rein. Das ist gut. Stärke ist eine starke Attacke. Das ist sehr schön. Der Nutzen Touchers hier. Sehr kriminell. Und Giftstachel. Vergiftet bin ich noch nicht, oder? Irgendwie nicht. Außerdem macht Schwimmen mehr Spaß. Ja, wie du meinst. Hier geht's runter. Route 3. Du willst den Toucher? Nein, Marie erscheint. Ein wilder Trainer. Hilfe, ich kann mich nicht mehr lange über Wasser halten. Bogel, Bogel, Blub. Schwimmer schickt Marill in den Kampf. Und Biss würde ich sagen. Ein bisschen Stärke können wir hier einsetzen. Marill. Ich hoffe, mein Topset jetzt wirklich nicht den Mut verloren. Scheint aber fast zu. Das wäre ja traurig. Den Toucher. Das trägst du dich wieder. Mit seinem Giftstachel. Okay, weiter. Den Toucher. Langweilig. Marill.
Na toll. So, das ganze Team zu Tode gebissen. Blub. Okay. Haha, lustig, sie ist ertrunken. Wie witzig. Ich habe nicht geholfen. Haha. Was für ein Opfer. Trinkt einem vom Ozean. Was nicht schön kann. Hehehe. Okay, hier geht's nicht weiter. Da geht's hoch, aber da wollen wir eigentlich lang. Ja, nach oben wollen wir ja nicht. So runter vielleicht. Das ist der nächste Trainer. Trainer markieren wir den Weg. Wir brauchen kein Maril. Ich bin nicht so wie die anderen Stereotypen. Ein Schimmer ohne Wasserfigur, das hat's die. Okay, von mir aus. Schimmer sitzt Taubsi ein. Schickt Taubsi im Kampf. Deins hat wenigstens noch die Mütze auf. Oder ist das von hinten einfach nicht sichtbar? Ich kann auch einfach Abkürzung einsetzen. Ich war bloß ein bisschen verwirrt. Schimmer sitzt Giovatz in den Kampf. Schickt Giovatz in den Kampf. Giovatz geht mit lautem Platsch unter. Was? Was? Giovatz ist mit. Vielleicht sind große Felsen auf dem Meer doch kein so guter Verhalt. Giovatz ist einfach untergegangen. Das ist wie ein Stein halt auf dem Wasser. Das ist dieses Spiel. Schon mal schickt Wieso in den Kampf. Giovatz ist einfach untergegangen. Da ging wohl irgendwas schief. Vielleicht sollst du wieder Wasserpumpen benutzen. Wie alle anderen. Es hat schon seinen Grund. Jo, geht einfach unter. Naja, Logik in Pokémon, das ist. Hat mir jemand Logik eingeführt. Wäre mal was ganz Neues in Pokémon. Und der nächste Trainer. Ich habe die perfekte Strategie für die nächsten Wettschwimmen. Wenn du deine Gegner hinter dir lassen willst, schwimm rückwärts. Okay. was? Ein Shigi. Ich habe schon einen Chiller. Bis. Tja. Das war leicht. Ich trainiere hauptsächlich meinen Schiller. Die anderen Teammitglieder. Lass mal außen vor so ein bisschen. Dann wird mir wahrscheinlich in diesem Spiel nicht wirklich auf die Füße fallen. Das ist jetzt nicht so wirklich dramatisch hier. Oh, Level 20. Turbo-Dreher. Stärke 20. Brauche ich eigentlich nicht. Was kann das eigentlich? Dann können wir Biss verlernen. Dann werde ich vermissen, aber die Strategie ist doch geil, oder? Also das hinterher lassen, ja. Sehe ich schwierig. Du könntest verlieren. Jetzt müssen wir doch bald mal ankommen. Sind wir bald da? Was ist noch hier? Wir können hier mal Turbo-Dreher ausprobieren. Ja. Und da jetzt Stärke 20. Wenn wir Biss behalten können. Seeplatz ziehen. Okay. Möchte um Zutritt verboten. Wo sind wir hier gelandet? Ein Seeplatz, die. Ja, klar, aber. Okay, ist der Steg.
das ist schon ein bisschen ein Stück größer als Megaro City. Okay, mal wieder ein bisschen aus Friedensburg begehen. Liebe Menschen, nun heute kann ich nicht ausstehen. Ich mag Leute, Menschen mag ich nicht so sehr. Meteoren. Da werden wir wohl immer noch rein müssen. Erstmal das Pokémon Center, bevor wir hier in die Arena gehen. Unsere erste. Wahrscheinlich wird auch das nicht klappen. Es ist echt mühsam, sich um so viele Bäume zu kümmern. Ich wünschte nur, es wären Obstbäume, damit ich etwas von der ganzen Pflege habe. Eine große Stadt. Ha, endlich habe ich mal einen Camper erwischt. Ach nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich kann das nämlich nicht ohne zu campen. Haha. Mein Gefühl hat einen Kugelball. Kleines Büschelchen Quarz hier. Guck mal, Marks lohnt es gar nicht zu gehen. Items. Ein Superball. Hier komme ich links. Und so Gras kommen auch nicht, oder was? Und die Bäume haben riesige Hitboxen. Softboxen. Ganz genau. Meine Bescheidenheit ist die Krönung meines perfekten Charakters. Ja, Bescheidenheit ist ihre größte Stärke. So, Pokémon heilen. Ich bin ein Genie. Ich habe nämlich gerade die erste Solartaschenlampe erfunden. Ja, es soll ein Witz sein. Das ist, mit dem Witz weiß noch, dass da letztes Mal Max drüber gelacht hat. Aber es gibt Solartaschenlampen. Gibt's. Soll ein Witz sein von wegen, die funktionieren nur bei Sonnenlicht. Es gibt Solartaschenlampen. Litzt am Tag auf. Im Sonnenlicht haben sie Speicher drin, die haben Solarfelder drauf. Ich hatte glaube ich selber mal eine Solartaschenlampe. Mal sehen. Da nochmal ziehen und hier einen Spritzer Öl. Hab gar nicht bemerkt, dass du reingekommen bist. Ich bin Professor Palm. Sag mir, kennst du schon die Höhle ganz im Westen dieser Stadt? Ich will nicht nochmal in die Höhle rein, bitte nicht. Man kann dort viele Einschlagskrater von Meteoriten finden, was sehr merkwürdig ist. Ich meine, wie können Meteoriten in eine Höhle einschlagen? Da drüber sind schließlich 10 Meter massiver Fels. Wie er recht hat. Es ist eine Zeitkapsel, die ich gebaut habe. Ich will damit in die Vergangenheit reisen. Um zu sehen, wie das mit der Höhle passiert ist. Ich brauche allerdings noch einen ganz speziellen Meteoriten aus der Höhle. Willst du so nett sein und für mich in den Meteoriten reinsuchen? Oh, but nope. Ich will da nicht nochmal rein. Danke, dass du mir hilfst. Hast du so eine Solartaschenlampe nochmal? Die gibt es wirklich, das ist die Netzteile, halt, die haben halt Zellen innen drin, die das halt aufbewahren, wie so ein Akku. Hast halt einen Akku, was du auflädst über den Tag, wenn du das in der Sonne legst und da auch nur am Fenster liegen hast und so weiter. Das ist halt nachts über verbraucht halt, so funktionieren Solaranlagen auch. Deswegen hast du mit Solaranlagen auf dem Dach, hast auch nicht bei Nacht. Das ist, weil es die Energie aus dem Tag speichert. Es verbraucht nicht so viel Energie am Tag und speichert halt ab für den Abend und abends hast du halt einen Strom. Aus dem, was da aufgehoben wurde. Unser Forschungslabor ist sehr bekannt. Du musst es dir mal ansehen. Da war ich, glaube ich, gerade drin.